Im Inneren des Palasts Pinelli Pignatelli gibt es auch eine Radioausstellung. Ganz besondere Lautsprecher aus den 20er Jahren der Marken Safar, Fonola, Magnanite, Telefunken, Radio Marelli und noch mehr als 100 Radioempfänger aus mehreren Ländern. Neben dem für die Radios verwendeten Saal findet man einen Raum, der dem berühmten Guglielmo Marconi gewidmet ist, an den eine Büste aus Bronze erinnert. In diesem Raum wurde eine Telegrafenstation mit verschiedenen Instrumenten für die Wissenschaft, sowie zum Beispiel die Ruhmkorff-Spule und die Wims-Potz-Maschine eingerichtet.